das Ready-Made, das ist dahingehend doch eine komplexere Antwort, die ich vielleicht dadurch versuche zu geben, dass ich zunächst mal sage, was es nicht sein sollte. Das Ready-Made ist, Freeze hat mal eine Umfrage gemacht oder hat mal untersucht, seit Erscheinen des Magazins über 20 Jahre, welcher Künstler am meisten erwähnt wird. Und Duchamp kam da als erster Künstler bei raus, einfach weil er immer erwähnt wird als Platzhalter praktisch für die Idee des Ready-Mades, also Ikonoklasmus, und auch als Platzhalter für jemand, der eben den Gebrauchsgegenstand zum Kunstobjekt erklärt hat. Das findet man in jedem Feuilleton durch die Bank, das findet man auch bei der Spiegel Online-Umfrage vergangene Woche, die Sie vielleicht gemacht haben, 8 Fragen, sind Sie Kunstexperte oder nicht, oder bin ich der Einzige hier im Raum, der sich diese Frage angetan hat. Ich habe da viel richtig beantwortet, aber da war auch eine Frage, da stand so, gehen Sie mal mehr auf Kunstmessen und schauen Sie sich nicht nur einzelne Sachen im Museum an, sondern viele. Also es war so richtig böse. Und, aber es war eine Frage zu Duchamp und da war dann eben die Frage, inwiefern hat Duchamp die Kunst revolutioniert, und dann stand dann auch, er signierte ein Pissoir und erklärte es zur Kunst. Und das ist so, das ist es eben genau nicht, weil es gibt keine einzige Definition von Duchamp zum Ready-Made, die das Ready-Made als Kunst erklärt. Und wenn wir von 100 Jahren Ready-Made heute sprechen, ist es eben interessant, die Rede war ja davon, 1913 gab es das Fahrradrad, 1915 gab es erst den Begriff Ready-Made, als Duchamp nach Amerika kam und dort eben diesen Begriff fand, des französischen Tout-Fait. Und 1914, also dieses Jahr, vor 100 Jahren, mit dem Flaschentrockner eigentlich das erste richtige Ready-Made. Die Duchamp-Forscher kennen so viele Begriffe und Unterbegriffe für Ready-Mades, mehr als die Inuit für Schnee kennen, oder das, was wir immer denken, dass das der Fall ist, dass sie 20 Worte für Schnee haben. Aber die Duchamp-Forscher haben wirklich über 20 Begriffe für das Ready-Made. Da gibt es das Semi-Ready-Made, also der Flaschentrockner, der ja auf ein Schemel geschraubt wurde. Und dann gibt es das reziproke Ready-Made, von dem Duchamp selbst spricht, wenn er sagt, ein Rembrandt als Bügelbrett benutzen. Und dann gibt es das reine Ready-Made, etc., etc., etc. Und ich denke mir, mit der Auseinandersetzung zeitgenössischer Künstler mit Ready-Mades stelle ich mir manchmal die Frage, wie kann man sich 2014 anmaßen, mit der Signatur eines Gebrauchsgegenstandes noch irgendwo zu schockieren oder noch irgendwo ikonoklastisch unterwegs zu sein, wenn dieses Ready-Made längst zur Ikone und zum Nullpunkt dessen geworden ist, was wir zu 90% als zeitgenössische Kunst definieren. Und damit gebe ich weiter an mich als Einzelner. Ja, prinzipiell ist es wahrscheinlich tatsächlich langweilig, in den meisten Fällen heutzutage ein Objekt zu signieren. Aber ich glaube, die Sache ist, dass irgendwie Duchamp hat wahrscheinlich die Möglichkeit eröffnet, dass Künstler Objekte des alltäglichen Lebens als in die Kunst einfließen lassen können. Dieser Schockgedanke, also wie wir das sehen mit Marcel Duchamp, das ist eben ein hochkomplexer Prozess gewesen. Als Duchamp diese Ready-Mades schuf, hat er die nicht gezeigt. Er hat dies selber später gesagt, das ist ein persönliches Experiment gewesen, in das ist also nicht-euklidische Geometrie eingeflossen, genauso die Gedanken zur vierten Dimension, genauso die Gedanken zum Schatten, den ein Ready-Made wirft, und er hat die eben nie öffentlich gezeigt. Alle Ready-Mades sind alle verloren, bis auf ein einziges, das sieht man ja manchmal, das ist der Kamm von 1916. Und alles, was wir kennen, sind diese Editionen aus den 50er Jahren. Und deshalb ist nochmal die Frage, war das für dich die Auseinandersetzung mit Duchamp ein Befreiungsschlag, oder war es dann so, oh verdammt, wir können ja alles machen? Das setzt eher Druck auf mich. Also ich glaube, die Auseinandersetzung mit Duchamp ist immer wieder so ein Befreiungsschlag, weil es natürlich immer, also es öffnet immer so den Kopf und so den Horizont, und da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Slapstick drin und es steckt wahnsinnig viel Humor drin, und ich glaube, Was ist ein Applaus? Und ich weiß nicht, ich bin bei Weitem wahrscheinlich nicht der Duchamp-Experte, aber ich glaube auch dieses Pissoir, was er unter falscher Flagge irgendwie eingereicht hat, würde in diese International Artist Society, wird
die er ja auch mitbegründet hat, und der saß ja auch in der Jury, also das ist ja eine komplette Inszenierung und so ein komplettes Theaterstück letztendlich. Mhm. Und letztendlich hat er diese Provokation inszeniert von vornherein. Und ich glaube, da stecken eigentlich so wahnsinnig viele Momente drin, was irgendwie so beim Kunstschaffen irgendwie mitspielen kann und die Leute vom Kopf stoßen, irgendwie neue Ideen in den Raum zu werfen, mit Worten zu spielen, mit Gedanken zu spielen. Und ich glaube, insofern ist so eine Beschäftigung mit Duchamp ist immer so eine Erweiterung von einem Horizont letztendlich. Für Duchamp war der Begriff Verspätung übrigens sehr wichtig. Das große Glas heißt auch Delay in Glass, also Retard en Vin. Und er hat sich damit auch immer gewehrt gegen das, was er später als Quick Art bezeichnet hat. Schon in den 60er Jahren. Ich meine, Sie gehen auf Kunstmessen ein und aus und Quick Art entsteht die ganze Zeit. Und er hat sich damals gewehrt gegen Quick Art, war auch immer sehr stolz, dass sein Werkkatalog eigentlich nur sehr wenig Werke umfasst. Und meinte eben, dass Dinge Zeit brauchen und Dinge Experiment brauchen und Dinge Zurückgezogenheit und Scheitern und das Atelier brauchen und auch den Ausschluss der Öffentlichkeit benötigen. Und das war der Rekurs jetzt auf deine Verspätung, die auch eine Duchamp'sche ist. Ja, die hätte noch länger dauern müssen, um eine Duchamp'sche zu sein. Das fand ich eigentlich bei ihm auch immer so ein interessantes Moment, dass er eigentlich fast alle Attitüden hat, die genau das Gegenteil von dem sind, was man heute mit Erfolg verbindet. Also, und man vermutet ja da oft jetzt eine Strategie dahinter. Also so retrospektiv erscheint es ja alles sehr erfolgreich. Ich glaube aber nicht, dass die Binnenperspektive in dem Moment damit so gekoppelt gewesen ist. Und das ist natürlich eine große Leistung, wenn du das aushältst für dich. Wenn du das nicht, also zum Beispiel Ehrgeiz ist so eine Kategorie, mit der er überhaupt nichts anfangen konnte. Ich fand auch immer ganz nervend, wenn Leute ehrgeizig sind. Wenn er gefragt wurde, was er tut, hat er gesagt, ich atme. Ja, Respirateur. Ja. Ja. Ich habe den Eindruck, dass das, was man heute so oft als Ready-Made bezeichnet, gar nichts mit dem Duchamp'schen Ready-Made zu tun hat. Weil wenn wir heute über Dinge reden, reden wir eher über Zitate als über Ready-Mades. Und Zitate sind ja Dinge, die auf Verweissysteme hinaus wollen, also die Referenzen herstellen wollen, also die, für die das wichtig ist, wo kommt das her, also was war das? Und das ist ja genau das, was bei Duchamp existenziell die Rolle ist, diese Verbindung zu unterbrechen. Also für einen ganz kurzen Moment diesem Gegenstand eine Potentialität zu geben, die er so überhaupt nicht hat. Also für mich ist das Ready-Made wirklich nur an Duchamp gebunden. Ich habe den Begriff des Ready-Mades, sehe ich für andere Sachen nicht für so sinnvoll an, weil ich auch, wenn Jeff Koons sich darauf bezieht, er hat ein ganz anderes System, also er hat ein ganz anderes Verweissystem. Es ist ihm auch was ganz anderes wichtig, als diese Grundhaltung, mit der das Ready-Made sich bei Duchamp rechtfertigt, also wie er es auch vorstellt. Und diese ganzen Verweisspiele, die dann anfangen, die sind ja so wunderschön, weil sie so schön ins Leere laufen. Also wenn ich alles mit allem verbinden kann, dann wird es relativ beliebig. Wenn man sagt, eine Sache soll nicht auf eine andere verweisen, was ja eigentlich fast unmöglich ist, weil wir ja ununterbrochen damit beschäftigt sind, was Dinge eigentlich bedeuten, dann unterbricht man für einen ganz kurzen Moment den Zusammenhang der Bedeutungskonstruktion. Also dass man sagt, okay, es gibt was und das bedeutet jetzt mal kurz nichts. Und es ist eine Frage, geht das überhaupt? Ist das möglich, dass man ein Zeichen generiert, was nicht auf irgendetwas verweist? Ich halte diese Ready-Mades für so einen Versuch, das ganz kurz auch zu schaffen, weil sie für einen ganz kurzen Moment diese Verweissysteme zumindest zu dieser Zeit unterbrochen haben. Und natürlich sind sie sofort wieder eingebunden worden, sind Kunst geworden, das hat er ja auch immer gesagt. Also interessanterweise hat er dann den Begriff der Reterritorialisierung da verwendet, also in der Zeit schon, also das ist dann später bei Guattari und Deleuze auf einmal taucht es dann erst wieder auf. Also wie die Dinge wieder eingemeindet werden und dass man denen ja nicht entgehen kann. Und dann beginnt natürlich das Problem, dass die Verweissysteme mit dem Geschmack zu tun haben. Und dann ist für ihn ja eigentlich alles vorbei, sobald Geschmack ins Spiel kommt. Also dann sind die Sammler da, dann ist der Markt da und dann ist der Erfolg da. Und das, zumindest in den Interviews, macht er das immer sehr nett, dass er sagt, ja, Taste is not a category I'm interested in. Hast du das selber mal versucht, ein jegliches Referenzsystem in deinen Arbeiten auszuhebeln? Weil das etwas ist, was dir ja, was dich zum Beispiel, was dich bei Duchamp umtreibt. Also ich denke, wenn man das schaffen würde, wäre das ziemlich toll. Aber es gelingt einem nicht, weil man ja selber immer wieder mit dem zu tun hat. Und ich denke auch diese Kategorie Geschmack. Also ich würde dann eher sagen, ich schlage mich halt mit Geschmack rum. Also ich habe das Problem des Geschmacks. Also ich kann mich dem nicht entziehen. Ich kann nicht behaupten, der spielt für mich keine Rolle. Ich glaube, das ist eher, wenn man heute
künstlerisch produziert, dass man genau mit dieser Geschmacksfrage zu tun hat. Also der kann man nicht mehr entgehen. Also mit der ist man konfrontiert. Und da fangen die Dinge an, eben dann, da beneide ich so jemanden wie ihn, sich da so rauszunehmen und sich so anders verhalten zu können. Aber es ist auch eine sehr romantische Haltung, die bei ihm ja da ist. Du hast mal, ich weiß nicht, wie viele Venedig-Biennalen es her ist, eine Arbeit geschaffen, wo man eine Instruktion erhielt auf einem Blatt Papier, dass man zu einer bestimmten Zeit in den Himmel schauen soll, um eine Sternenkonstellation zu betrachten. Nee, das war so, dass man, wenn man der Instruktion gefolgt ist, dann hat man Sternschnuppen gesehen. Mhm. Also man musste nur der Instruktion folgen und wenn der Himmel klar war, dann hat man eine Sternschnuppe gesehen. Also so war das. Und war das eine von seinen hochgefeuerten Sternschnuppen? Da gibt es ja auch so eine Installation, wo man zu Sternschnuppen in den Himmel schießt. Unter Umständen war das eine Zusammenarbeit. Ich habe die auch zum ersten Mal in Rimini gezeigt, 2002. Ich weiß nicht, wann die Biennale war, aber ich hatte immer gehofft, dass die so weit fliegen, die Dinger. Ja, die NASA nennt das dann Non-Cooperative Objects. Genau. Also alles, was vom Himmel fällt und was man selber nicht steuern kann, ist in dieser Kategorie erfasst. Und da gibt es wunderschöne Karten, wo man den ganzen Müll, der durch den Weltraum da so fliegt, als die Non-Cooperative Objects. Das ist aber auch das Ready-Made. An dem man so vorbeifliegen muss, sonst versenkt man ja seinen eigenen Satelliten. Und das sind natürlich auch einige Sternschnuppen, die da runterkommen. Aber mich haben jetzt auch zwei Sammler gefragt, wie ich das geschafft hätte, dass die NASA das alles für mich macht. Aber zu Michael und seiner offensichtlichen Faszination auch mit Maschinen. Wenn man jetzt sich anguckt, seit wann Maschinen, also 1909, futuristisches Manifest, Automobile sind die Nike von Samothrake, das sind unsere Skulpturen, sind Industrieobjekte, Rausch der Geschwindigkeit etc. Und dann deine Auseinandersetzung und Faszination mit Maschinen, also mit Maschinen, die sich bewegen, die Gerüche erzeugen, wie wir schon gehört haben. Es ist ja auch was Synästhetisches, was in deine Arbeiten da reinspielt, also etwas, was mehr als einen Sinn erfasst. Und das Ganze ist auch immer... hatten irgendwo auch eine maschinelle Komponente. Also wie würdest du sagen, unterscheidet sich vielleicht die Faszination ja, der Dadaisten mit Maschinen und dann auch wieder dem Gebrauchsgegenstand und deine Faszination damit? Ich glaube, letztendlich ist diese Maschine oder diese Bewegung Mittel zum Zweck, um irgendwas zu erfüllen. Also es geht darum, den Reifen abzureiben, damit sich der bewegt oder damit es um eine Bewegung geht. Und es geht darum, um eine Maschine, die hier auch zu sehen ist, die Popcorn produziert. Und dann geht es natürlich auch um die Überlegung, wie kann Geruch Teil der Arbeit werden, wie kann eine Skulptur, die eigentlich relativ überschaubar ist in der Größe, also so ein Meter mal zwei Meter, einen kompletten Ausstellungsraum füllen durch den Geruch. Also merkt man auch hier, wenn man durch den Bunker läuft, dass es in der zweiten Etage nach Popcorn riecht und dass dann eine Arbeit steht irgendwo in der Ecke. Und letztendlich sind diese Maschinen Mittel zum Zweck, irgendwas zu erreichen oder irgendwas zu machen. Also eine Ausdehnung, eine Bewegung, eine Zeitlichkeit zu erreichen. Ich finde es ja immer gut, wenn man eine Arbeit macht, von der man gar nicht wusste, dass man sie gemacht hat und dann später erst feststellt, dass die stattgefunden hat, weil sie jemand bemerkt hat. Also sowas ganz Merkwürdiges. Also so, dass man Dinge, die man tut und selber nicht bemerkt. Hast du so eine Arbeit gemacht? Ja, das weiß ich ja nicht. Thierry de Duve jetzt in der Artforum-Ausgabe von diesem Monat hat geschrieben, letztlich ist Fountain, von dem du am Anfang sprachst, also das Original, das Pissoir, eigentlich ein Zwiebel. Jede Generation entblättert da wieder was Neues daraus. Und das scheint mir so ein bisschen, als würdest du zumindest in deiner Arbeit ab und an so ein bisschen zeitversetzt auch Dinge noch zurückhalten oder Dinge bewusst nicht erklären oder da sollen andere dann ihren... Na, ich will ja auch meinen Spaß haben, also ich will ja auch ein bisschen Spaß. Was da mitkriegen. Und das ist immer ganz toll, wenn man sowas tut und dann die Leute ganz ernsthaft darüber nachdenken, ob da was drin ist. Und das ist aber nicht eine Verarschung in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich denke mir mal was aus und ich soll sich daran abarbeiten. Natürlich ist schon was drin, aber es gibt ja auch so einen Punkt, wo das Verstehen eigentlich nur so eine Art Hypothese ist, die so und so nie funktioniert. Ja? Ein gelungenes Missverständnis wird dann als Verstehen bezeichnet. Also ich finde es ja interessant, wenn man das auch mal ertragen kann, dass es sich nicht einlöst. Und trotzdem ist damit nicht gleich die Konversation zu Ende. Sag mal, willst du mal da reinbeißen wenigstens? Oder ich will nicht reinbeißen, ich würde es gerne einfach ein bisschen kaputt machen und vielleicht mal rumgehen, dass mal noch was anderes passiert. Wir sagen jetzt nicht, woran es das erinnert, aber vielleicht, also was ist dann, also... Ich sag jetzt nicht, was ich nicht sage. Nein, es wird ja auch alles aufgezeichnet. Der Punkt ist... Aber ich sag was. Willst du auch mal was so... Mach mal so gegeneinander. Du machst das. Nee, mach dir das. Ich will das nicht kaputt machen. Jetzt will wieder keiner, ja. Okay, gut. Doch, mach du zuerst. Nee, du zuerst.
Das wird jetzt gereicht. Also, ja, jetzt wird es drapiert. Also. Dann, den da. Man muss also das ist sagen, gute schwarze, ja. Dunkle Schokolade. Also das sind so. Vielleicht darf ich das dann erklären, weil ich ja der Erklärende bin heute. Also das heißt sozusagen, das hier ist, wenn man das hier richtig angeschaut, da sind ja auch Bilder dazu, hier laufen im Loop. Wenn man das sich anguckt, dann ist das dieses Self-Portrait in Profile von Marcel Duchamp. Also hier so doppelt gespiegelt, hier mit der Nase und dem Mund und so. Das sieht man, das hat eine Konfiserie in München gemacht, wo Duchamp sich ja 3 Monate aufgehalten hat. Und dieses Self-Portrait in Profile von 1959 ist dann zum Beispiel auch wieder interessant. Die Show ist ja auch interessant für Leute, die Musik machen und auch für Grafikdesigner. Milton Glaser hat dann sein berühmtes Self-Portrait in Profile von Bob Dylan, das sie vielleicht besser kennen als sein eigenes Self-Portrait, darauf auf Duchamps Arbeit basieren lassen. Man muss jetzt aber dazu sagen, Olaf, wenn du mir das noch erlaubst, dass das hier eine Edition ist, die in London für über 3000 Pfund verkauft wurde. Ja, na klar. Und die wird jetzt einfach, ohne Mist. Ja, darum geht's. Und die wird jetzt kaputt gemacht und gegessen, das ist doch schön.